So Leute, willkommen zurück hier jetzt bei Mod and Blood Warren, Staffel 3, Folge Nummer 218, muss ich eben nochmal nachgucken. So, und wir sind immer noch dabei. Oh, da ist einer oben. Aber wir versuchen immer noch die Stadt hier zu erobern und... Oh, ich habe mich direkt vorbeigesneakt und wir sind schon ein bisschen oben. Das ist gut, wir müssen uns jetzt Platz schaffen, aber das sind auf beiden Seiten übelst viele Gegner. Eigentlich sollte ich da jetzt nicht hoch, ich sollte lieber noch die anderen durchlassen. Ich kann ja währenddessen ein paar Pfeile aufsammeln. Guck mal, habe ich hier wieder 6 aufgenommen. Nur ein Mann von mir ist da oben. Der muss da jetzt was regeln. Sehr schön. Das ist ein Reiter, ja. Der wird es aber nicht lange überleben. Oh, und ich kann die auch nicht treffen. Ich will hier meinen Platz leider nicht verlassen. Ich glaube, da komme ich sowieso nicht hoch, wenn ich ehrlich bin. Weil die werden mich da nicht durchlassen. Meine Leute. Fuck. Habe ich gerade aufs Maul bekommen von irgendjemand? Oh, ich fühle mich so useless, Mann. Ich würde so gern was machen, ne? Aber. Ich werde versuchen, mich jetzt hier irgendwie einzureihen. Ah, aber wir haben nur 3 Männer jetzt auf der Burg. Das bringt nichts. Und jetzt haben wir wieder einen verloren. Na, vielleicht bringt es ja was, wenn ich drauf bin. Na, guck mal, ich schleiche mir einen Platz. Ja, okay. Nee, ich will raus. Ich will raus. Ich kann da nicht viel machen, es tut mir leid, aber. Ich kann auch niemanden abschießen. Nee, ich kann ja echt nicht viel machen, wenn ich da drin wäre. Ich hätte halt wieder keinen Platz, um zu schlagen und ich will einfach nur tot. Das ist jetzt echt Kacke. Kann ich ein Schild aufnehmen? Okay, ich habe anscheinend kein Schwert mehr. Oh, jetzt habe ich meinen Kriegsbogen wieder irgendwie. Oh, jetzt habe ich ein Schwert wieder. Okay, gut. Gott, ey. Oh mein Gott, das wird doch so nichts. Leute. Ich muss mir jetzt mal die Bogenschützen nehmen. Sind das alles Bogenschützen? Und die hier, glaube ich, aufstellen. Vielleicht schießen die ja irgendwie. Aber die sind schon alle in Nahkampfstimmung, ne? Die werden nicht schießen, glaube ich. Ach komm. Geht jetzt auf eure Position und versucht mal ein paar Leute abzuschießen. Vorhin hat das ja auch besser geklappt. Oh, hier komme ich, glaube ich, wieder nicht durch. Ohne runterzufallen. Doch, ich hab's geschafft. Oh, guck mal, links ist sogar frei. Oh Leute, stellen sich jetzt alle, auch die Neuankömmlinge stellen sich jetzt hier auf, ne, da unten, okay. Interessant. Gut. Dann sollen die mal alle von da unten schießen, wir haben ja hier genug Nahkämpfer. Oh, ich würde sogar nach links, ne. Oh, guck mal da. Ich sehe den jetzt zwar nicht, aber... Oh, ich habe nicht mal... Oh, woher, wo ist meine ganze Pfeile? Ach ja, die habe ich ja alle irgendwie... So, jetzt bin ich ein Opfer. Ich kann die Pfeile nicht aufheben. Aus irgendeinem Grund. Okay, der schießt mich jetzt die ganze Zeit ab. Ich muss hier weg. Ja, das ist mein Tod. Einfach nur, weil ich keinen Pfeil mehr habe. Komm, jetzt habe ich Pfeile. Komm, komm, komm. Warum kann ich die Pfeile verdammt nochmal nicht aufheben? Das ist doch behindert. Na gut, dann muss ich jetzt halt einfach warten und zusehen, wie meine Leute sterben oder was. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Das ist halt echt überhaupt nicht geil. Guck mal, ich nehme nochmal meine ganzen Bogenschützen und stell die mal alle hier hinten auf. Vielleicht haben dann mehr Leute eine Chance zu schießen. Aber die schießen sowieso wieder alle nicht.
Ja, was soll ich tun? Also. Kann nichts machen, leider. Schild ist auch mehr oder weniger kaputt. Na, jetzt müssen gleich meine Bogenschützen ran in den Nahkampf oder was? Muss ich jetzt zum Angriff schicken. Sonst wird das nichts. Na komm, ich wünschte, ich könnte die drei auswählen und denen sagen, die sollen weiterhin schießen. Ja, die schießen sogar, aber. Gleich werden die auch nach vorne rennen. Neue Feinde sind eingetroffen. Gott, ich habe gar nicht geguckt, wie viele das sind. Stärkung ist eingetroffen. Ach Gott, das ist jetzt. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Es tut mir echt leid. Gibt es denn nirgendwo einen Geheimeingang? Hopp, naja, kann ich nicht mal durch. Würde ich ja schon das Gefecht verlassen. Ja, das ist jetzt halt. Das Dumme ist halt auch, das ist für euch übelst langweilig, nicht nur für mich. Das ist halt das Schlimme daran. Warum zum Teufel kann ich diese Pfeile nicht aufheben? Wie kann ich hier was wegwerfen, Mann? Ich würde gerne das Schild wegwerfen. Das geht irgendwie auch nicht. Man wird mich mal healen und irgendwie versuchen, ein bisschen zuzugucken. Also ich werde jetzt nichts mehr machen, aber. Ach komm, ich kann einfach nichts machen, Alter. Ich bin ja kurz davor, alles tot zu cheaten, damit wir wenigstens auf die Mauern kommen. Ich meine, gewonnen haben wir das sowieso. Das ist ja, denke ich mal, jedem klar, aber. Ich kann halt nicht mal Pfeile aufheben, Mann. Das ist jetzt echt nervig. Komm, ich cheat jetzt mal ein bisschen was tot. Es tut mir leid, Leute. Aber das ist für jeden von uns langweilig und. Alter, wie viele sind das denn? Wie viele sind das denn, bitteschön? Guck mal, ich sehe die nicht umfallen. Ja, das ist aber ein Scheiß-Move, alles tot zu cheaten. Mein Gott, das ist doch scheiße. Ach, es tut mir. Oh mein Gott, das ist so eine Situation, ne? Ich meine, ich bin ja jetzt eigentlich übel schlau. Ich kann ja nichts machen, außer zuschauen. Tut mir echt leid, dass ich jetzt cheate, aber. Ich fühle mich dabei selber scheiße. Aber guck doch mal, wie viele Leute das noch sind, Mann. Das würde. Guck mal, ich sehe die nicht mal umfallen da. Ich töte die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute. Das wird noch Jahre dauern, bis wir da oben wären. Und ich meine, wir haben locker noch 600. Guck mal, wir kriegen wieder Verstärkung. Wir haben locker noch 600 Leute. Das würde eine Schlacht werden, die würde über 10.000 Parts gehen. Ich einfach konstant am Cheaten bin gerade. Schaut euch das an. Das hat ja nicht mal ein Todescheat, ey. Ich schlag die alle nur bewusstlos. Komm, ich höre auf, wenn wir endlich mal auf die blöde Mauer kommen. Nee, Alter. Komm, jetzt bewegen sie sich, glaube ich. What the fuck? Wie? Weißt du, es sind noch locker 500 Gegner und locker noch 1000 Leute von uns. Das wird sich zu sehr in die Länge ziehen. Das ist schon 9 Minuten lang, die ich jetzt aufnehme und nichts passiert. Einer ist oben. Jungs, jetzt gehen wir hoch, oder? Jetzt gehen wir. Oder auch nicht. Jetzt. Komm. Okay, jetzt haben wir sogar gewonnen. Es tut mir leid, Leute. Ich bin nicht stolz drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht stolz drauf.
Überhaupt nicht. Aber es ist so, wie es ist. Die Schlacht hätte sich echt locker noch über 3 Folgen gezogen. Könnt ihr mir glauben. So, und ich habe jetzt Inkompetenzleute bei mir, oder was? Habe ich nicht richtig geblockt. So, komm mal hier. Oh, schön im Fuß. Und weg mit dem. Gott, ey. Das nervt mich jetzt übelst. Das ist ja wie, als ob ich Solo spielen würde. Einfach alles tot cheaten. Gott, Alter, was für Edelleute. Den Thronsaal bewachen. Oh, nicht abschießen. Oh, wo ist denn mein Typ? Was macht der denn eigentlich? Chillt er mehr so? Ah, das wird auch chillen. Gut, wir haben die Stadt unehrenvoll erobert. Ah, das ist echt blöd. Sogar 113 drin. Ist echt nice, wie die direkt eingelagert werden. Gut, Leute. Ja. Was soll ich jetzt als Abschlusswort sagen? Tut mir leid. Das ist... ja. Das Ding ist, guck mal hier. Der hat noch 100, der hat 200. Das sind einfach zu viele Leute, die wir noch hatten. Das hätte nie aufgehört. Und sogar ich hatte noch fast... ich hatte noch 140 gehabt. Also, ja. Ich hoffe, ihr versteht. Also, ich... es ist wieder so ein Moment, ich will mich irgendwie gerade nur noch entschuldigen, aber... Gott, Alter, guck, wie viel Geld wir einfach bekommen. 22.000. Es ist so ein Moment, ich will mich nur noch entschuldigen und... ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, aber... ich hoffe, ihr könnt es auch verstehen. Aber gut, Leute, wir haben jetzt nochmal 2 Städte erobert. Wir sind so gut wie durch. Wir haben es eigentlich schon. Ich weiß noch, ne? Früher hatten wir nur das und das. Dann haben wir es irgendwie geschafft, brav. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch gemacht habe. Das waren harte Zeiten, ja. Jetzt ist ja alles easy. Jetzt cheat ich schon alles tot, ja. Obwohl es einfach ist. Aber gut, Leute. Ich hoffe trotz... Krieg. Es wird einen neuen Krieg geben, Leute. Die wollten es nicht anders. Es wird einen neuen Krieg geben. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ne? Wenn es euch nur ein bisschen gefallen hat, ja? Würde ich mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen, wie immer. Ihr kennt das Ganze und ja. Nächste Folge wird hoffentlich mal nicht gecheatet. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann wird alles besser, versprochen. Und ja, bis dann und haut rein. Ciao.